So Leute, das war das neue Encore RTX auf Ultra-Qualität auf 1029 auf 1080p, alles als Ultra und auch das Raytracing auf Ultra sowie auch Anti-Aliasing. Ich werde in den nächsten paar Tagen noch ein Vergleichsvideo zu machen zu den Standardeinstellungen und den Niedrigeinstellungen, sowie aber auch gucken, was ist denn wirklich der Unterschied zwischen Ultra und ohne Raytracing, damit ihr auch das seht. Ich persönlich habe jetzt für dieses Video einen Intel Core i7 5820 CPU mit 3,3 GHz und sowie 6 Kernen. Ich habe eine RTX-fähige Grafikkarte mit eine 2070 Super von GeForce und ich habe 16 GB RAM, damit ihr auch so einen Benchmark habt, wenn ihr das hier als Vergleich macht. Eben, behaltet es auf dem Laufenden, wenn ihr das dann sehen wollt. Mein Name ist agingrapter.de. Danke auf jeden Fall fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video.